Ja, Leute, wir wollen ja hier einen Balkon anbauen. So, die Fundamente für den Fernsehturm werden fertig sein. Sieht alles gut aus. Einfach geradeaus, da wissen Sie, ne? Einfach. Ja, genau. Seid dabei und schaut euch das an. Ja, Leute, wir wollen ja hier einen Balkon anbauen. Ja, und zwar wird im Einzelnen erstmal die Terrasse da abgerissen. Das heißt, die wird dem Erdboden gleich gemacht. Dann werden wir hier das ausschachten bis auf die Grundmauern. Das heißt, hier geht es dann so 2 Meter runter, Schacht entlang. Also hier so, zack. Dann wird die Hauswand abgedichtet, also gegen Feuchtigkeit und Nässe. Dann kommen da so Streifenfundamente rein, so treppenförmig, wo nachher die Füße von dem Balkon draufstehen. Also es wird ein Balkon über 2 Etagen und von der Fläche ungefähr wie die Terrasse jetzt ist, an dem Haus da hoch. Der letzte Blick, alles ist weg und morgen ist das auch weg. Vielleicht. Sieht schön aus. Tag 1 ist jetzt vorbei. Ich glaube, die haben es aufgegeben. Es ist ein massiver Klotz. Ursprünglich war meine Information, dass hier so ein Rand gemauert war, das aufgefüllt wurde mit Schotter und dann eine dünne Betonschicht drüber. Aber leider ist es nicht so. Das ist eine massive Platte hier, wie man sieht. Richtig schön. Da sollen noch alte Fahrräder drin sein. Ja, mal gespannt. Ja, morgen kommen die mit schwerem Gerät. Dann schauen wir mal, wie es da weitergeht. So, jetzt einmal mit dem Dampfstrahler mal drüber gegangen. Ja, mein Mann macht jetzt da alles sauber. Dann noch gepimpt mit dem Gitterrost den Eingang. Jetzt alles perfekt. Ja, nächste Woche geht es dann weiter. Dann habe ich Urlaub. Dann kann ich auch ein bisschen mehr filmen. Freue ich mich schon drauf. Ja, Leute. Das habe ich gestern da oben alles mal weggeschnitten. Diesen ganzen Grünzeug und diesen riesen Ast, der da so runterhing. Ja, leider ist mir ein kleines Missgeschick passiert. Ich habe da so einen Ast ins Auge bekommen. Und jetzt sehe ich halt so aus, ne? Jetzt laufe ich hier rum. Wie der einäugige Bandit. Captain James Cook oder was weiß ich. Ne? Aber ist halb so schlimm, da ist nur die Hornhaut. Da ist nur die Hornhaut ein bisschen verletzt, aber das juckt wie Hulle. Leute, ich sag euch. Bei Arbeiten, Maschinen oder so, Schutzbrille aufsetzen. Ich hatte sie nicht auf. Ich hatte ja auch nur die Sträucher mit der normalen kleinen Rosenschere da leicht geschnitten. Aber ja, das passiert. Jetzt falle ich mal 1-2 Tage aus. Ist auch nicht kein Weltuntergang. Ist nur blöd wegen dem Auge. Ja, ist halt so, da kann man halt nichts vernünftig machen.
auch nicht mal im Internet lesen, weil mit dem einen Auge, da sieht man so schlecht. Ja, aber geht ja weiter. Da, die Baugrube ist auch schon da, ist ja schon eingestürzt, wie ihr sehen werdet in dem Video. Schauen wir mal. Das ist genau da, wo die Pinne reingekloppt haben. Da hat sich das oben, sonst hätte das vielleicht mit der Oberfläche noch gehalten. Aber was willst du jetzt machen? Kannst du ja nichts machen. Ne? Ja, so kommt das, wenn man das nicht abstützt. Normalerweise hätte man das mehr abstützen müssen, so wie die das da auch gemacht haben. Ne? Mit dem Holzbrett und so. Zack, dann fällt es auseinander. Komm, jetzt fall schon runter hier. Das sieht sowieso jetzt hier im Moment. Ja, hallo Leute, ihr sehen könnt, ganz große Kacke. Das ist alles eingestürzt, das ist Dauerregen. Wir haben hier schon eine Unterspülung der Einfahrt. Ich habe das jetzt immer großräumig abgesperrt. Eigentlich dürfte ich die Brücke da auch nicht benutzen. Aber das ist jetzt mein eigenes Risiko. Ja, wir sind schon bis hierhin ungefähr. Bis zum Ende der Mauer ist das. Unten holen. Ja, da haben die mal wieder ordentlich was zu tun. Nächste Woche. Leider eigentlich. Ja, das stagniert gerade ein bisschen. Und zwar müssen wir da noch auf ein, zwei Genehmigungen warten. Deswegen können wir nicht weitermachen mit den Fundamenten. Es geht aber vorwärts. So, weiter geht's. Er muss ja wissen, wie es vorher aussah, wie das Haus noch steht. Tag ist vorbei. Jetzt schauen wir mal, was unsere Baufirma hier so geleistet hat. Alter Schwede. Tiefe Löcher gegraben für die Fundamente. Yeah. Ja, hier entsteht eine Balkonanlage über 2 Etagen. Kommt mir vor, als wenn wir hier einen Atombunker bauen. Da haben wir schon die Eisengeflechte. Für die oberen Fundamente nachher. Das sind ja mega Klötze. Das kommt nachher hier unten rein. Unten wird erst die erste Schicht so gegossen. Da sind noch alte Mauern von dem Kirchenanbau hier. Wenn man das mal sieht. Gehen wir hier rüber. So, da haben wir so stufenförmige Ausschnitte. Bis unten aufs Fundament eine Stufe, nächste Stufe, das wird aufgefüllt. Dann hier oben kommt dann einmal komplett dieses Eisengeflecht drüber als Streifenfundament. Und das alles für so einen kleinen Pipi-Balkon, der hier hin soll. Gut, der geht bis in der zweiten Etage, aber so viele Tonnen wiegt der auch nicht. Und da noch so alles findet, alte Gabel, alte Mauern,
Zum Glück keine Weltkriegsbombe. Ich muss das festhalten. So, die Fundamente für den Fernsehturm werden fertig sein. Sieht alles gut aus. Jetzt los mit dem Betonieren hier. Jetzt geht's los und ich geh weg. Guck mal, wie das läuft. Ich muss nur die Verteilung halten. So, jetzt wird ausnivelliert mit Laser auf unser Meterriss, der sich da befindet. Ja, hier in der Garage, da wird auch ein bisschen betoniert, hoffe ich. Schon alles vorbereitet mit den Estrichmatten. Jetzt haben wir nur das Problem, wie kriegen wir den Beton hier rein? Der Betonmischer müsste theoretisch rückwärts, aber der hat ja schon vorwärts beim Einfahren Schwierigkeiten gehabt. Der Chef kann das noch nicht so. Ja, Riesensauerei hier. Alter Schwede, reicht das jetzt? Ist gut? Ja, ne? Ja. Hier ist nur ein Berg. Super. So, jetzt muss das Riesenvieh hier wieder raus. Das wird jetzt eine Geburt. Da brauchen wir eine Hebamme. Die Papiere kriegen wir auch. Und jetzt willst du raus, oder was? So, Fundamente sind fast fertig. Hier steht noch ein bisschen Beton rum. Ja.
gehen wir mal hinten in die Garage schauen, was da so abgeht. Ja, da wird geglättet. Ja, mittlerweile ist abends, der Tag ist vorbei. Jetzt schauen wir mal, wie das hier so geworden ist. Ich darf noch nicht drauf gehen. Man merkt auch, wenn man dran packt, ist ein bisschen weich noch. Sieht auf den ersten Blick ganz gut aus. Ein paar Wellen haben wir hier, ein, zwei Ställchen. Dann muss ich den Bob, den Baumeister, noch mal fragen, was man da machen kann. Aber ich glaube, da gibt es so Betonspachtel. Kann man das noch mal ein bisschen glatt ziehen. Ja, draußen, die Fundamente sind auch am Aushärten. Und die gucken wir uns dann morgen im Hellen mal an, wie das da aussieht. Jetzt können wir hier drauf rumlaufen, einen Tag später. Jetzt habe ich mal hier die Kanten mal ein bisschen weggekloppt, wo zu viel ist. Sehr schön war es natürlich nicht. Da ist ein ganzer Haufen hier zusammengekommen. Ja, sieht schon ein bisschen besser aus wie vorher. Zwar nicht ganz so, wie ich es mir vorgestellt habe, aber naja, besser wie vorher, um Längen. Ja, liebe Zuschauer, ich habe ja gesagt, am nächsten Tag, wenn es hell ist, schauen wir uns die Fundamente mal an. Das ist eigentlich soweit ganz okay. Die Höhen passen so bis auf 1-2 cm. Das ist, naja, noch in der Toleranz. Mir gefällt es nicht. Aber wir haben da ein ganz anderes Problem. Und zwar stehen diese Fundamente nicht im rechten Winkel zu unserem Gebäude. Das bedeutet, ich weiß nicht, ob man es auf der Kamera erkennen kann, dieses Teil müsste weiter nach rechts, von hinten gesehen links. Das hinten an der Wand sind ja die Mitten angezeichnet. Ja, haben sie schön gemacht, aber die haben hier vorne wohl kein Maß genommen. Ich habe das Ganze jetzt mal geprüft, und zwar habe ich hier in unserer Einfahrt habe ich mal das Maß genommen von dieser Ecke da vorne und von dieser Ecke da hinten. Genau 1000 mm, ja, man hört schon, ich bin Schlosser, ich rechne in Millimeter. Die vom Bau rechnen in Zentimeter, teilweise ist 5 cm kein Maß, aber es geht ja nicht. So, dann habe ich das hier markiert im Edding. Zur Sicherheit im Anschluss nochmal so einen Messnagel da reingesetzt, dass man das später einfacher kontrollieren kann. Das Ganze habe ich hier hinten auch gemacht. Und von dieser Linie aus habe ich dann mal gemessen. Ja, und was soll ich sagen? Es kam das dabei raus. Wie man sieht, sieht man nichts. Da ist die Mitte angezeichnet, MT. Da, ja, beim ersten Mal habe ich mit der Schnur gemessen. Das schwarze Kreuz mit dem Kreis, das ist quasi die Mitte vom Steher. Problem ist aber, wir haben da eine Flanschplatte unten, die ist 200 x 200, und man muss mindestens 100 mm vom Rand bohren, wegen der Ausreiß- und Ausbrechgefahr. Ne? Wenn man da Schlaganker reinballert, das kann ausbrechen, das ist nicht mehr steif genug. Ja, morgen ist Sonntag. Morgen will unser Herr Semadimi von der Baufirma mal vorbeischauen und sich das Ganze angucken und dann nach einer Lösung suchen. Aber eins weiß ich, so nimmt es der Statiker nicht ab. Jetzt haben wir schon so viel Ärger gehabt und jetzt auch noch sowas. Und ich habe noch gesagt, hör mal, das sieht so schief aus, ist das so richtig? Ja, ja, wir haben das so etwas breiter gemacht, das passt schon. Ja, dumm gelaufen. Das ist immer, wenn man nicht alles selber macht. Schade eigentlich. Ich habe das vermessen mit unserem Baumeister. Jetzt haben wir hier unsere Mitten angezeichnet gehabt. Wir verschieben die Mitte um 50 mm. Bedeutet, wir kommen da drüben auch 50 mm weiter rüber und kommen dann vom Randbereich weg. Dann haben wir hier die Mitte unseres Stehers. Also, wenn wir das ausrechnen, ich habe das gemessen, dann sind die Bohrungen irgendwo hier. Und dann sind wir von hier nach hier die 100 mm vom Rand weg. Das heißt, wir können da sicher einen Anker setzen.
Mit den anderen Fundamenten drüben geht sich dann auch noch gut aus, so dass wir auch nicht im Randbereich landen. Sollte also funktionieren. Heute ist Montag und ich habe mit dem Statiker gesprochen. Es geht sich aus, wenn wir nun den Balkon 50 mm verschieben, dann sind wir mit den Bohrungen weit genug weg vom Rand und dann können wir den Balkon aufstellen. Nach oben geht es sich auch aus, dass er noch neben dem Fenster rauskommt. Ja, so wie es aussieht, haben die schon mal die Löcher ein bisschen zugemacht, leicht verdichtet. Die Hügel sind weg. Sieht doch schon ganz gut aus. Na, schauen wir mal, wie es morgen aussieht. Ein Tag weiter. Bisschen Schotter ist drin. Bretter sind schon dran. Der Container ist schön gefüllt bis oben hin. Der wird wahrscheinlich dann abgeholt morgen, damit der Rest auch wegkommt. Hier wird jetzt aufgefüllt mit Schotter. Bisschen verdichtet, dass wir auch mit der Arbeitsbühne fahren können. Ja, und dann geht es irgendwann los. Übernächste Woche. Rest seht ihr im nächsten Video. Also abonnieren nicht vergessen, ein Like da lassen. Ihr dürft auch gerne kommentieren unten. Ich freue mich über jeden Kommentar. Und dann bis bald im nächsten Video, im Teil 2.